Der Chris Harmat und der Kevin Fluri sind Pionier von der Schweizer Parkour- und Freerunning-Szene. Seit sie Teenager sind, verfolgen sie einen gemeinsamen Traum. Sie wollen Parkour-Profis werden. Sie hören sich, ich kann unbedingt mal das Telefon durchgeben, betreffend unserem Halle-Projekt. Wir wollen eine Parkour-Halle eröffnen. Aber der Plan von einer eigenen Trainingshalle wird zur Belastungsprobe für die Freundschaft und das Team. Jungs, wir sollten zuerst kleine Brötchen backen. Also noch nicht so in eine Mega-Investition uns reinhauen und nachher sind wir auf einer Schulden. Dazu kommt, dass der Kevin plötzlich fast keine Zeit mehr hat für Parkour. Er muss in den Zivildienst. Jetzt habe ich auch einen regelmäßigen Lohn, muss mir keine Geldsorgen machen. Und das finde ich auch schon mega gut. Im Sommer organisiert Chris ein internationales Treffen von der Parkour-Szene in Basel. Viele bekannte Gesichter kommen ans WPF-Camp. Kevin aber fehlt. Er ist mit seiner Freundin Debbie in den Ferien. Das enttäuscht mich auch ein bisschen. Das tut mir vielleicht ein bisschen weh. Aber jetzt halt einfach zeigt sich, wie fest der Zusammenhalt da ist und wie fest Werner diesen Traum weiterverfolgen will. Die 4 Jahre, die wir es jetzt gemacht haben mit Nummer Parkour, das war schon eine geile Zeit. Du bist auch zusammen gewachsen und hast zusammen Zeug ausgetauscht. Aber irgendwann kommt halt der Moment, wo du denken musst, was mache ich in der Zukunft, was mache ich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Der WPF hat uns schon gestärkt, auch in Hinsicht auf unsere Zukunft. Wir werden das nie vergessen, was wir mit dem WPF erlebt haben. Es sind Momente, die einfach gefestigt sind.